So, da bin ich wieder mal. Euer Odin. Und ich habe mir jetzt vorgenommen. Oh, mein Mikrofon war nicht unten. Sorry. Ich war eben bestimmt ein bisschen leise. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wir testen jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Und zwar so 1080p, 780p Spiele. Und das kommen jetzt einige Tutorials dazu, beziehungsweise Tests dazu. Wobei der Test, wo wir uns jetzt drin befinden, das ist einfach nur ein Test. Aus dem Menü heraus die Aufnahme starten. Wie ihr seht, ich nehme ja jetzt schon auf. Und jetzt starten wir einfach mal ein Spiel. Aus dem Menü die Aufnahme starten. Aus dem Menü wo man schon aufnimmt, ein Spiel starten. Viele, die es schon mal getestet haben mit Hauptaug und Komponentenkabel dran sind. Bei der Xbox weiß ich nicht, wie es geht. Ob es da auch das gleiche Problem ist, will ich gleich dazu merken. Ich kann nur von der PlayStation reden. Wenn ich jetzt ein Spiel starte, weil mein Menü ist 1080p. Oh, ich muss mal die Boxen ausmachen hier. Mein Menü ist 1080p und wir starten jetzt ein 720p Spiel und zwar Spec Ops The Line. Und da wollen wir mal testen, ob sich das Bild verändert, ob es so groß bleibt, wie es jetzt ist. Oder dann kleiner wird, weil per Komponente hatte ich immer die Probleme, nicht nur ich, auch andere, dass das Bild dann kleiner geworden ist. Das sah dann so aus wie Bild in Bild. Da war oben rechts so ein kleines Fenster, wo das Spiel, beziehungsweise was hatte ich da aufgenommen? Für ein Tutorial hatte ich aufgenommen für Schritt für Schritt. PlayStation Home hatte ich vom Menü aus gestartet, also vom XMB aus, wo wir uns jetzt auch befinden. Und da hatte ich das Problem, dass dann oben ein kleines Bild war und alles andere war schwarz. Musste ich dann nochmal aufnehmen, weil das so verpixelt sonst aussah, wenn ich da dran gezoomt habe. Und da wollen wir das jetzt einfach mal starten. Wie gesagt, ich bin bei 1920 zu 1080. Warte, ein bisschen zum Starten. Ach, und bei 60 FPS bin ich. Also nicht bei 30, 40 oder sonst irgendwas, ich bin bei 60. So, jetzt steht es schon da, 1280 zu 720, 60 FPS. Im Fernseher habe ich jetzt schon ein Bild. So, ja, Hauptaug zieht nach. So, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Ich werde jetzt auch komplett aufnehmen bis zum Menü von Spec Ops The Line. Also wo Multiplayer, Online und das alles steht. Dass man da mal so eine Übersicht hat, wie das eigentlich aussehen soll. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das werden wir gleich wissen und dann. Also ich werde es auch, wenn es nicht geworden, wenn es nicht klappt, werde ich es hochladen. Dann wisst ihr halt, dass ihr da auch mit HDMI nicht machen sollt. So. Kampagne, Multiplayer. So, dann gehen wir einfach mal in da drin noch, sicherheitshalber. Oder starten wir das Spiel mal kurz. Können ja mal kurz noch das Spiel fortsetzen machen. Gucken, was passiert. Ich nehme jetzt 3 Minuten 40 auf. Na gut, 47, 48 jetzt. Bin mal gespannt. Hey Da Cap! sehen wir das Video. Das werde ich Captain jetzt Walker! versuchen zu überbrechen. Okay, So. denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? So, Aber klar gehen wir doch! ein bisschen hin und her hier. So. So. So ein bisschen mal laufen. Feuer einstellen. So, und jetzt werde ich direkt vom Spiel verlassen, wieder ins XMB wechseln. Dann haben wir die beiden Übergänge mal drinne ins Spiel und können uns diese Übergänge dann mal betrachten. So.
Also ich sehe jetzt am Fernseher, sehe ich wieder alles. So. Ja, mach doch alles einmal frei. So. Bild sieht schon geil aus, vor allem mit den Augen. Aber davon mal abgesehen. So. Und jetzt testen wir das einfach mal. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Ich bin selber gespannt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Ich werde es so oder so hochladen, damit ihr wisst, auf was ihr achten müsst. Also bis zum nächsten Mal.